and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Goodbye, Deponia. So, wenn ich mich recht erinnere, haben wir jetzt einen richtigen Schlüssel. Wir haben Cletus dazu gebracht, ihn zu vermöbeln lassen. Gehen wir mal in Cletus Zimmer. Also es ist für mich gerade mal ein anderer Tag, weil gestern ist irgendwie die Motivation verloren gegangen und... König der Einbrecher, König der Zweibrecher, König der, was kommt dann, der ganzen anderen Brecher. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Tasche, endlich. Jetzt schnell, bevor Cletus zurückkommt. Okay, Tasche. Wenn das mal keine näher kommenden Schritte sind. Verdammt, das ist Cletus. Ich sollte mir langsam ein Versteck suchen. Teppichreiniger? Oh. Boah, noch ein bisschen von diesem Fraß und ich hätte mir die Zähne putzen müssen. Es war ja klar, dass an einem solchen Ort niemand kochen kann. Gut, dass ich meine Champagnerkugeln mitgenommen habe, sonst würde ich glatt verhungern. Mottenkugel, Teppichreiniger, ein Spiegel, da können wir doch bestimmt hier Zahncreme, können wir da die Mottenkugel rein? Okay, nennen wir das mal Plan Z und arbeiten uns langsam vor. Okay, was ist mit... Warte mal. Laut Warnhinweis dürfte das eine interessante chemische Reaktion ergeben. Oh Junge, das wird super. Hm? Wie jetzt? Kein Zischen? Keine Explosion? Naja, wenigstens riecht es gut. Irgendwie nach Blumen, Krumen, Schummel, Blumensohn. Ah, Chloroformcreme. Verstehe. Das ist es. Ich habe sie ausgetauscht. Vermutlich. Okay, das haben wir. Können wir jetzt Mottenkugeln? Ich weiß schon ungefähr, wo das hingehen soll. Und ganz zufällig nimmt er sich jetzt die. Noch keine Champagnerkugeln. Ich muss mir die Zähne putzen. Schnell, schnell, schnell. Mehr Kampaska. Das Zeug hätte doch längst wirken müssen. Oh nein, ich Dödel habe die Zahnpasta vertauscht. Beim Vertauschen. Oh nein. Ich habe mich quasi vertausche die tauscht. Und jetzt? Spiel? Oh. Ich verstehe. Das war jetzt. Ich bin noch zu schnell. Jetzt ist es gut. Sehr schön. Vielleicht hätte ich mir mal selber nicht so viel auf die Bürste hauen sollen. Oh, oh. Oh nein. Was zum... Oh, ja. War ich das etwa? Muss wohl. Selbst ohnmächtig bin ich noch eine Geheimwaffe. Oh oh. Herr Cletus? Sind Sie da? Ist alles in Ordnung? Alles bestens. Worum geht's denn? Ich benötige die Geldtasche. Ich muss eine Anzahlung auf die Zimmer leisten. Kein Problem. Kein Problem. Das dürfte die richtige sein. Hier. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe zu tun. Sehr wohl. Na endlich. Ich wusste doch, dass das funktionieren würde. Es war nicht ganz einfach. Aber ich bin ja auch ein Experte für brenzlige Situationen.
Doc wird ganz schön Augen machen. Mann, wird er sagen, Rufus, du machst echt das Unmögliche möglich. Endlich habe ich dieses Ding, wie hieß es doch gleich, Oh nein. Porzellan. Nein. Verdammt, dieser vertrottelte Sekretär hat die falsche Tasche genommen. Das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Scheiße. Okay. Wir machen das gar nicht. So glauben Sie mir doch. Niemand will Sie übers Ohr hauen. Es muss sich um eine Verwechslung handeln. Ich bin mir sicher, dass der Herr Inspektor alles aufklären kann. Das kann er allerdings. Ah, Herr Cletus. So ein Glück, dass Sie hier sind. Offenbar gab es eine Verwechslung mit den Taschen. Kein Problem. Eine meiner leichtesten Übungen. Warten Sie kurz einen Anruf. Na nun, das kommt ja aus Ihrem Zimmer. Dann ist es für mich. Hallo? Ja, hier ist Oppenbot. Was? Nein, ist es möglich. Einfach futsch? Ist es für mich? Herkommen? Nein, warten Sie. Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Hören Sie mal zu, hören Sie mal auf. Bleiben Sie einfach auf Ihrem Zimmer. Hallo? Wer war das? Falsch verbunden. Warten Sie bitte kurz hier, Oppenbot. Ich bin sofort wieder da. Und wahrscheinlich komme ich dann aus der anderen Richtung da. Was? Aber ich muss zugeben, ich bin ein wenig überfordert. Huch! Na, das ging aber schnell. Oppenbot, was ist hier los? Ja, das wollte ich Sie gerade fragen. Warten Sie, ist das die Tasche mit dem Geld? Ich fürchte immer noch nicht. Nein. Haben Sie etwa die Tasche aus meinem Zimmer genommen? Aber das wissen Sie doch. Alles, was ich weiß, ist, dass mir jemand die Tasche geklaut hat. Ich verstehe gar nichts mehr. Was? Wenn das Chaos die Ordnung flutet, steigt das Genie aufs Surfbrett. Alter Fenne, was für eine Scheiße. Keine Zeit. Jetzt zählt jede Sekunde. Bitte? Na, wer sagt's denn? Ein Plasma-Austausch-Fluppe-Di-Wupp. Mammut-Fell-Relais. Ich werd's mal lieber drin lassen. Nicht, dass es mir auf den letzten Metern noch abhanden kommt. Aha. Na, wundervoll gelöst, wie man diese Scheiße nicht zeichnen muss, natürlich. So, da bringen wir Doktor mal einen Mammut. Hey, Doc, ich habe Ihren Plasma-Austausch, Fluppi-Schmatzikowski. Was ist denn hier los? Rufus, die Operation war erfolgreich. Ich bin endlich wieder die Alte. Yay! Yay? Ja, yay, super. Aber wie? Ja, also das ist doch... Doc, sag mal, brauchtest du am Ende vielleicht gar kein Mammutfell-Relais? Mammutfell, was? Tja, ulkige Geschichte. Also das ist doch... Ihr wolltet mich loswerden. Was? Ja, genau. Ihr habt mir einen sinnlosen Auftrag gegeben, damit ich euch nicht in die Quere komme. Das ist so fiese. Stimmt das, Doc? Oso? Naja. Wir dachten. Und ich dachte, ihr seid seine Freunde. Ach, komm schon, Goal. Du weißt doch, wie er ist. Egal, was er anfasst. Es endet immer im Chaos. Er hat meinen Kutter kaputt gemacht. Ne. Echt jetzt? Ist das jetzt das Niveau? Ich sag dir mal was über Rufus. Er ist, wo ist er hin? Vorwärts, Rabadalli! Treibt ihm Zahnstocher in den Gaumen! Später vielleicht. Zimmer 1, na großartig. Diese dreckige Verräterbande. Ah, Cletus, da sind sie ja. Rufus, bleib stehen. Es tut mir leid. Doc und Boso haben... Oh. Und wie ich sehe, haben sie ihre Verlobte gefunden. Vortrefflich. Was ist denn hier draußen los? Kann man in dieser verdammten Irna... Was denn? Du? Komm, Gol. Weg hier. Holz an der Ragu. Hey, halt! Stehen geblieben! Ach du Scheiße. Wir müssen Cletus loswerden. Bisschen Arbeit. Holz an der Ragu! Nicht doch. Das ist eine Verwechslung.
Goal, was machst du denn hier? Oh, oh. Hey, komm zurück! Oh, das war schmerzhaft. Ich wünschte, ich könnte diese Verrückte irgendwie auf Cletus hetzen. Oh. Was für ein Durcheinander. 5 Türen, 2 Treppen und 5 Leute, die sich gegenseitig über den Flur jagen. Wie kann Rufus in diesem Wirrwarr nur dafür sorgen, dass sich Cletus und Donna auf dem Gang begegnen? Nur wenn er herausfindet, wie die Ausgänge zusammenhängen und nach welchem Prinzip sich die einzelnen Charaktere verhalten. Tür entscheiden, kann er das Chaos beherrschen. Cletus Zimmer? Wir müssen Cletus loswerden. Bisschen Arbeit. Nur zurück dahin. Aber Goal! Bleib doch mal stehen! Jetzt aber lassen wir es. Lass das! Ich bin nicht Cletus! Okay. Warte. Ich habe eine Idee. Hast du Cletus schon ausgeschaltet? Bin dabei. Die gehen jetzt da lang? Das ist doch... Du wagst es, meine Kleidung zu stehlen? Na, warte. Nein, stopp. Ich... Hilfe. Hey, warte. Komm sofort zurück, du Memme. Alter. Achten Sie! Okay. Holz an der Ragu! Kommt irgendwann auch nochmal, Was ist, wenn ich jetzt in den Schrank gehe? Wo ist denn Ihre Verlobte jetzt schon wieder? Wenn ich das wüsste. Das sind wir das hier. Und? Läuft! Cletus ist immer. Nein, Cletus! Ist immer gut. Stopp! Alter. Gut! Warte! Alter. Wir müssen Cletus loswerden. Bisschen Arbeit. Hab ich dich! Das muss eine Verwechslung sein. Ich kenne sie doch überhaupt nicht. Meuchelt den Heuchler! Hi-ya! Aber meine Dame! Okay. Da sind sie ja endlich. Was soll das alberne Versteckspiel? Was geht hier eigentlich vor? Diese Frau hatte es wohl auf uns abgesehen. Ganz genau. Können Sie nicht besser auf Ihre Gefangenen aufpassen? Meine Gefangene? Sie haben sie doch angeschleppt. Und überhaupt, wo ist sie jetzt? Ja, du musst die falsche Tür erwischt haben. Recht so. Dann steht unsere Abreise ja nichts mehr im Wege. Abreise? Nach Porta Fisco natürlich. Das letzte Hochboot nach Elysium wartet nur noch auf Sie beide. Es sei denn, Sie würden es vorziehen, hier zu bleiben. Tatsächlich ist es so, dass... Goal, kann ich dich kurz sprechen? Das hier ist unsere Chance. Er wird uns direkt nach Porta Fisco eskortieren. Er setzt uns höchstpersönlich ins Hochboot. Und wenn deine Tarnung auffliegt? Sollen wir auf eine bessere Chance warten? Na gut. Wird schon schief gehen. Immerhin bin ich ja dabei. Und du versprichst mir, dass du dich authentisch und würdevoll verhältst. Wie Cletus. Versprochen. Wohlan, guter Mann. Dann lasset uns zurück zu ihrem edlen Rosse flanieren. Mein Reiterblut wallt bereits. Ja, nach ihm. Was zum Teufel? Das macht er gar nicht so schlecht. Thank you.
Akt 2, der Held zieht los, doch ehe er friedlos durchs Feindesgebiet muss, vollzieht er besagten Reinigungsritus. So will es der Mythos, das klingt fantasielos, doch schlagt es ruhig nach. Gemangelt und blank poliert und als Cletus kostümiert, Rufus mit Goal nun zum Ziel eskortiert. Und was Bose und Doc angeht, tja, selbst verbockt. Wer nicht will, der hat schon, wer bremst, der verliert. Hossa, wer bremst, der verliert. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wer braucht schon diese Pfeifen? Oh, schaut mich an. Ich bin Doc. Ich weiß alles besser und habe keine Beine. Oh, schaut mich an. Ich bin Bozo. Ich habe Haare wie ein illusianisches Einhorn und kann Furzgeräusche auf meiner Bassgeige machen. Jetzt ärger dich doch nicht so. Ich find's ja auch traurig, dass ihr im Streit auseinandergegangen seid. Aber glaub mir, die werden sich schon wieder einkriegen. Spätestens, wenn sie übermorgen aufwachen und noch immer einen Planeten unter den Füßen haben. Mal gucken. Vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, wenn der Organon diesen ganzen Misthaufen hier in die Luft sprengt. Rufus! Schon gut, ich hab's ja nicht so gemeint. Wie ist es überhaupt auf Elysium? Du wirst es noch früh genug sehen. Stimmt es, dass sie dort Brunnen haben, aus denen Trinkwasser in die Luft spritzt? Rufus, ich kann mich so nicht konzentrieren. Ja, was machst du da eigentlich so lange? Ich schreibe meinen Bericht an den Ältestenrat. Langweilig. Es dauert ja nur einen Augenblick. Du kannst ja schon mal das Bett vorbereiten. Was? Das Bett? Wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Ja, natürlich das Bett. Wir sollten ausgeschlafen sein, wenn wir nach Elysium kommen. Und du und ich, wir beide... Teilen uns ein Bett? Schlafen, Rufus, okay? Nur schlafen. Ja, logisch. Ja, wozu denn? Was denn sonst? Schlafen. Oh, Mann. Also, das ist das Ganze jetzt so eskaliert. Meine Fresse. Okay. Machen wir doch erstmal... Oh. Schuhe? Knopf. Was kann man hier noch so alles machen? Zu Ihren Diensten? Was machen Sie denn da? Die Tür bewachen, Herr Inspektor. Aha, ach so, na gut. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nun ja, Sie könnten beiseite treten. Ich wollte mal auf dem Kreuzer nach dem Rechten sehen. Negativ. Der Amtmann hat angeordnet, dass alle Gäste in ihren Kabinen zu bleiben haben. Was? Aber... Was soll das? Warum versperren Sie mir den Weg? Was soll das? Warum versperren Sie mir den Weg? Anordnung von Amtmann Argus. Er befürchtet, dass sich Eindringlinge unbefugten Zutritt zum Kreuzer verschafft haben. Eindringlinge? Unfassbar. Oh, keine Sorge. Die werden wir schon kriegen. Und wenn wir dafür jede Kabine einzeln durchsuchen müssen. Sagten Sie eben, Sie suchen nach Eindringlingen? Das ist doch lächerlich. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Im schlimmsten Fall handelt es sich um deponianische Rebellen. Lästig, aber harmlos. Also keine Sorge, Herr Inspektor. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Und solange Sie in Ihrer Kabine bleiben, sind Sie in Sicherheit. Wollen Sie etwa auch unsere Kabine durchsuchen? Wieso? Haben Sie irgendwas zu verbergen? Was denn ich? Na nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Nein, hier ist sonst niemand. Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehe ich jetzt zurück auf meinen Posten. Okay, Abdeckung, was haben wir hier? Nur eine Waschnische. Aber... Hey, hier gibt es einen Kaffeeautomaten. Kaffeeautomat? Also was ist denn das hier? Kaffee aus Plastikbechern. Ich dachte, ich hätte erster Klasse gebucht. Ein Käffchen? Willst du einen Kaffee? Aber Rufus, wir wollten doch gleich schlafen. Genau, schlafen.
Ja gut, dann gehen wir mal gerade schlafen. Oh, Goal. Das Bett ist bereitet. Da brauchst du gar nicht so zu flöten. Wir werden einfach nur schlafen. Kapiert? Das hast du schon mal gesagt. Ja, aber du hast mir nicht zugehört. Und deine Hose bleibt gefälligst auch an, verstanden? Und sei es nur wegen der Überwachungskameras. Oh, oh. Überwachungskameras? Du meinst, wir werden hier gefilmt? Und das guckt sich dann einer an? Vielleicht nicht gerade jetzt in diesem Augenblick, aber ich bin mir sicher, dass sie alles aufzeichnen und regelmäßig das Material sichten. Und dann wäre es natürlich blöd, wenn ich mein Kostüm ausgezogen hätte. Ne? Ja, das würde alles ruinieren. Es sei denn, jemand würde rechtzeitig in den Computerkern eindringen und die Aufzeichnung vorher löschen, richtig? Willst du mir irgendwas sagen, Rufus? Nein, nein. Schreib du nur in Ruhe deinen Bericht zu Ende. Und ich mache irgendwas Angemessenes. Also nicht sowas wie in den Computerkern eindringen oder so. Ganz im Gegenteil. Ich mache eher was Langweiliges. Sowas, wo du keinen Verdacht schöpfst. Okay, das ist jetzt scheiße gelaufen. Das ist verdammt scheiße gelaufen. Ich würde sagen, wie wir das ganze Problem lösen, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.